Team Schwedenkräuter in 2 Fragen, 3 Antworten. Ich begrüße, ja? Du begrüße. Nee, musst du da wegpacken. So, hallo zusammen, da sind wir wieder. Ja, wir haben uns jetzt mal so ein bisschen Mikrofontechnik auf dem Kabelkanal geholt und wollten uns das nicht nehmen lassen, den 100er Spezial. Wir sind jetzt mittlerweile bei 112 Abonnenten. 112, vielen Dank dafür. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Genau, und bei dieser Vielzahl an Fragen, die wir natürlich erhalten haben, haben wir gedacht, das würde natürlich den Rahmen sprengen. Und von daher haben wir uns dafür entschlossen, 2 Fragen, 3 Antworten zu machen. Und fangen wir direkt an. Unsere erste Frage, die wir von unserem ersten Follower erhalten haben. Vom ersten Follower, genau, den Philipp. Viele Grüße, genau. Philipp. Schönen Dank, genau. Ja, für den ersten Follower. Ja, und die Frage war, ich sage einfach die Frage und du fängst an zu antworten. Ja, Philipp stellte die Frage: Wie viele Kilometer sind wir als Team Schwedenkräuter zusammen gelaufen? Ja, danke dafür, Philipp. Dass wir da viel nachdenken müssen, weil wir wussten ja nicht mehr genau, wann sind wir genau zusammengekommen. War nun 21. 21. Jetzt haben wir 24, 3 Jahre, 4 Jahre, so knapp. Und haben angefangen eigentlich mit Joggen zuerst. Ja. Die haben wir ja nicht gezählt, großartig. Zusammengezählt jetzt. Und jetzt hatten wir unsere Mammutmärsche, genau. Und Uckermarsch, was wir gemacht haben, genau. So irgendwie halbwegs zusammengerechnet. Naja, also die ganzen Märsche, wir machen ja viel auch privat, unabhängig jetzt von Anmeldungen oder großen Events. Grundsätzlich sind wir immer unterwegs, wa? Und ja, wie viele sind es? Also, wo waren wir hier? Naja, letztendlich war ich bei, von 21, waren wir bei, von 21 bis jetzt, 3.800 Kilometer. Ja, die Märsche sozusagen. Ja, Märsche, Wanderungen. Wir haben mittwochs immer Training. Heute ist übrigens Mittwoch, wir haben gleich hier nach, gehen wir raus bei wunderschönen Regen. Und, genau, ich habe gerade gemerkt, dass ich Taschentücher einstecken muss. Weil mir die Nase anfängt zu loben, aber... Ja, genau, also... Also weit mehr als 3.500 Kilometer und das ist natürlich eine ganze Menge, wenn man bedenkt, 21 haben wir angefangen. Der Ursprung war mit der Frage, dass Volker an mich herangetreten ist und fragte. So, dass wir mal laufen, bis wir nicht mehr können. Also noch zu Joggingzeiten eigentlich noch mal so lange, aber beim Joggen war das ziemlich schnell erreicht. Genau. Und beim Wandern dauert es halt ein bisschen länger und... Im Prinzip haben wir noch nicht ganz erreicht. Also die 100 waren schlimm, wollten wir nicht mehr. Ja. Und dann hat was ja nicht ungewöhnlich ist. Immer, wir sind noch nicht umgefallen, na, sozusagen. Genau. Deswegen wollen wir das jetzt ein bisschen steigern nochmal. Und mein Ziel wäre dann, weil das ist jetzt nochmal mit Zeitdruck. Genau, wir nehmen am Ultramarsch teil in Berlin Ende März. 120 Kilometer in 26 Stunden. Genau, davor mache ich noch den 60er in Hamburg mit dem lieben Sven von den Alpen. Volki ruht sich noch ein bisschen aus, er trainiert zu Hause. Genau. Genau. Also, erste Frage beantwortet. Entschuldigung. Die Nase läuft. Hier ist alles echt. Unsere schöne Weihnachtserwerte. Wenn ich kurz vor Ostern, wunderbar. Also, ja, weit. Über 3.500 Kilometer unterschiedlich zusammengesetzt. Joggen, Nordic Walking, Wandern, Arbeitswege, die wir zu Fuß zurücklegen und ja, sonstige Events. So, die zweite Frage ist gewesen, wann wir ein schönes Schwedenkräuter-Getränk auf den Markt bringen. Ja. Genau, die Frage ist, wann gibt es das erste Getränk von uns? Ja, wäre nicht schlecht. Also ein Schwedenkräutergetränk können wir wahrscheinlich so nicht machen, weil der Name vielleicht schon geschützt ist, ja. Als Schwedenkräuter. Das sind ja, wir hatten überlegt, so eine Kräuterlimo. Also. Ja, eine Kräuterlimo selber zu machen. So. Ja, also eine Sportler-Kräuterlimo mit Schuss.
Also da sind wir dran. Da haben wir noch konkret ja keine großen Vorstellungen. Also die Schwedenkräuter sind ja für uns Medizin. Die trinken wir ja nicht nur einfach so, manchmal schon unterwegs, mal einen Schluck. Sonst ist es ja wirklich Medizin für Magen, Darm, Verschleimung, Husten etc. oder so. Ja. Was das alles so gibt, kann man sich ja auch belesen im Internet. Und natürlich Philipp, du, wenn du brauchst und willst, kriegst du von mir eine selbstgemachte Kostprobe. Oh, das sollte ihm zustehen als erster Follower. Ja, als erster Follower, treuer Fan natürlich. Hat er sich was verdient. Tolle Fragen. Ja, vielen herzlichen Dank dafür. So, ich glaube, ich habe jetzt rausgehört, du hast dich qualifiziert für eine Kostprobe. Genau. Und viel Spaß. Die senden wir dir natürlich unkompliziert zu. So, und warum sitzen wir noch hier? Übrigens, damit endet jetzt hier die Fragerunde. Wir sind ja nicht bei der Talkshow hier bei Hans-Ilona Bärbeltag. Von daher, Fragerunde ist jetzt beendet. Gerne weiter Fragen schicken. Wir werden immer mal zwischendurch Fragen beantworten. Oder auch nicht. Haben wir ja gesagt. Wir hoffen doch, dass wir was machen. So ja, wir kicken mal, wie die Fragen halt sind. Ne? Und dann wollten wir ja natürlich uns jetzt nicht nehmen lassen, euch unser Logo zu präsentieren. Unser Logo? Wir haben ja jetzt ein Logo. Wir sind jetzt auch anfänglich in der Produktion. Der Volker kann ja mal das Logo kurz in die Kamera zeigen. Merchandise. Ja. Einmal so. Eine Tasse. Eine Tasse. Genau, eine Tasse. So, Tee drinne. Tee, Prost. Kein Schwedenkräuter, sondern Tee. Das ist ein Problem, wenn 1000 Leute schon bestellen wollen dann plötzlich, oder? Ja, die ersten gibt es ja so, die ersten Tassen. Und Volker kann mal jetzt nochmal das nochmal in groß für euch. In groß, genau. Alles sehen. Berge, unsere Fußspuren, die Sonne natürlich, die wir im Herzen haben, Teamnamen und dass man nicht verfehlt, wo man hin muss, quick mal weg. Genau. Genau, und dazu kann ich ja noch sagen, dann überrasche ich den Olli vielleicht noch, aber müssen wir erstmal sehen, was wird. Ja. Also, ich habe ja einen Gutschein gekriegt, mich tätowieren zu lassen und ich wollte Mammut haben. Also was Mammutmarsch-mäßig, nicht das Original vom Mammutmarsch, sondern was eignet mit Mammut und hatte jetzt schon überlegt, ob ich dieses Logo nehme und da irgendwo Ein Mammut. Ein Mammut drin bastel. Dann kriege ich ja gleich feuchte Augen. Also deswegen, da müssen wir mal gucken. Ja, ich glaube, da können wir alle gespannt sein. Also was für eine Überraschung. Ja, selbst so eine Sachen erfahre ich erst auch beim Videodreh von Volker. Genau, alles live. Alles live und wie toll. Und da sind wir wahrscheinlich ganz gespannt. Wie das damit, wo kommt das hin, das Tattoo? Wade. Wade? Die Wade. Da muss man noch mal ein bisschen trainieren, dass da ein bisschen Fläche kommt. Ha? Nee. Sag mal, da bei die. Wenn nicht, kann man gleich ganz Rücken. Rücken. Ja, in diesem Sinne haben wir natürlich jetzt unser 100 Abonnenten Spezial bei 112 Abonnenten. Kleine Fragerunde, Frage-Antwort, Logo präsentiert. Genau. Und schreibt uns gerne wieder Wünsche oder kommentiert ganz lieb. Folgt uns weiter. Uns macht es tierisch viel Spaß. Von daher, wie gesagt, nächste Sachen stehen. Hamburg, jetzt 9. März. Und Ultramarsch in Berlin, 23.03. Genau, 23. und 24. Und dann geht das immer so weiter. Dann ist der UKA-Marsch. Steht in den Startlöchern. Wir haben uns dafür auch schon eine ganz tolle Idee einfallen lassen beim UKA-Marsch. Der bleibt aber geheim. Der bleibt geheim natürlich. Wir müssen natürlich auch ein bisschen spoilern hier. Alles klaro. Ja, wenn ihr bis dahin dran geblieben seid, vielen herzlichen Dank. Genau, UKA-Marsch könnt ihr googeln und könnt dann an der Strecke euch postieren und uns einen guten Riegel zukommen lassen oder ein Tässchen Kaffee. Oder eine nette Begleitung. Also das ist, da sind wir wieder zu zweit als Team Schwedenkräuter in geballter Stärke mit hoffentlich halbwegs gutem Wetter. Oder könnt ihr einen Schluck Schwedenkräuter kosten. Ja, da haben wir Schwedenkräuter bei. Also wer da mal was haben möchte, da können wir sicherlich aushelfen. Hast du gut gemacht.
Du auch. Oh, danke. Tschüss. Tschüss.